Peter, als du diese Bilder am Samstag geschickt hast, haben wir gesprochen und ich habe gesagt, das waren wirklich für mich die Symbolbilder dieses Tages, die die ganze Verzweiflung und auch den Mut und Kampfeswillen der Ukrainer zum Ausdruck bringen. Wo bist du jetzt? Thomas, wir sind wieder außerhalb von Schmelinski, dieser Stadt, Industriestadt, 270.000 Einwohner. An einem Checkpoint hier wird jetzt der Ring immer enger gezogen. Das heißt, die Territorialkräfte versuchen hier jetzt die Stadt ein wenig sicherer zu machen, abzuriegeln. Man will hier kontrollieren, dass hier keine Sabotageeinheiten reinkommen, getarnt als Zivilisten, um dann eventuell kritische Infrastruktur sabotieren zu können mit Sprengstoff oder mit Bomben im Falle, dass hier dann angegriffen wird. Und wir können mal hier hinschauen. Wir haben jetzt hier auf der Seite jetzt die ersten Vorbereitungen. Hier sind Panzerstellungen ausgegraben worden. Hier gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wir sehen, hier sollen dann, wenn es denn zu Angriffen kommt, die Einheiten sich verschanzen, um dann, das können wir jetzt aus Sicherheitsgründen nicht zeigen, das vorliegende Territorium bekämpfen zu können mit Panzerfäusten und mit ähnlichen Waffen, um heranrückende russische Einheiten zu stoppen. Das ist im Moment die Situation. Ich habe gerade mit Betroffenheit, die dramatische Reportage haben wir verfolgt von Paul. Das sind Szenen, die sind natürlich noch nicht hier angekommen, aber das ist genau das, was die Menschen hier befürchten, denn hier, diese Stadt befindet sich genau auch in auf der Schnittstelle zwischen Westen und Osten, zwischen Polen und Kiew. Das heißt, hier geht die Versorgung durch, hier werden Waffen auch rein transportiert nach Kiew beziehungsweise in die umliegenden Städte und hier werden auch Hilfsgüter transportiert. Also das ist ein neuralgischer Punkt. 120 Kilometer östlich von uns in Wirnitsa ist der Flughafen gestern bombardiert worden. Genau das befürchtet man hier auch, dass eben jetzt auch hier die kritische Infrastruktur angegriffen wird. Wir haben mehrfach Alarm gehabt in dieser Nacht. Es wurde gestern von der Kommune gewarnt, dass die Stadt damit rechnet, dass Bombenangriffe hier stattfinden. Man soll sich vorbereiten, man soll sich anziehen. Das heißt, man soll sich nicht ausziehen, wenn man ins Bett geht, sondern mit Schuhen schlafen. Also hier bereitet man sich jetzt die nächsten Tage eben ebenfalls auf Angriffe vor. Peter, wie wir sehen, bei dir hat es geschneit. Die letzten Tage war es nicht so kalt. Man merkt auch richtig die Kälte in deinem Atem. Beschreib mal, was spielt das Wetter, diese eisige Temperatur auch für eine Rolle? Im Prinzip leider keine gute, militärisch ausgedrückt. Also für die Menschen natürlich schrecklich. Wir haben hinten hier die Kampfstände. Das sieht aus wie im Ersten Weltkrieg. Da sind Ofentonnen. Die schlafen da nachts drin. Wir haben nachts -7 Grad. Wir haben jetzt auch -4 Grad. Aber wenn der Boden gefroren ist, bedeutet das, dass dort auch Transportmittel bewegt werden können. Das ist im Moment so ein bisschen, oder das war im Moment so ein bisschen das Problem der vorrückenden russischen Einheiten. Es war warm, die Felder waren nass, matschig. Da konnten die Konvois nicht drüber gehen. Das heißt, sie mussten alle auf Straßen nach vorne gehen. Und wenn man hier so eine enge Straße sieht und man überlegt, da sind irgendwie Panzer und große Konvois und Transportwagen, da geht das nur in eine Richtung vor. Sind die Felder gefroren, ist es knüppelhart, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir mal ein bisschen rüberschwenken, wissen wir oder weiß das Militär, sie können ausweichen. Das heißt, sie können, ohne stecken zu bleiben, auf diesem festgefrorenen Boden nach vorne gehen. Wir wissen jetzt nicht, wie die Temperaturen in Kiew sind. Hier ist es auf jeden Fall eisekalt, alles ist gefroren. Das heißt, man kann auch auf Feldern weiter nach vorne marschieren, man kann mit den Kolonnen weiter ausweichen, man muss nicht auf diesen engen Straßen sein und diese Temperatur ist dann eben auch ausschlaggebend. Peter Hell, mitten in der Ukraine, auf halbem Weg ungefähr zwischen Kiew und der polnischen Grenze. Vielen Dank, Peter.